Hallo und herzlich willkommen zu Jungfrau Kreativ, der ersten Sendung im neuen Jahr 2020. Heute sind wir zu Gast in Krefeld-Hüls mit der Landesreiterstaffel der Polizei Nordrhein-Westfalen. Und ihr seht es schon im Hintergrund, natürlich heute, so wie es sich für die Landesreiterstaffel gehört, natürlich auch mit Pferden dabei. Ich darf euch zunächst vorstellen, an meiner Seite Iberit Fleskes und neben meiner heutigen Co-Moderatorin Jana Gillissen haben wir die Melanie Lipp bei uns. Ja, und dann komme ich schon zur ersten Frage. Wen haben Sie uns denn hier heute mitgebracht? Also ich habe den Adonis mitgebracht. Der ist mittlerweile 18 Jahre alt und das ist ein rheinisches Warmblut. Ja, das ist der Kumana. Der ist erst 8 Jahre alt, jetzt 2 Jahre lang bei uns und geht jetzt seine ersten Einsätze. Und seit wann gibt es die Reiterstaffel bei der Polizei NRW? Die ganzen Reiterstaffeln, es gab mehrere damals in verschiedenen Städten, die waren mehreren Städten zugeordnet, sind alle 2003 damals abgeschafft worden und sind 2006 wieder neu ins Leben gerufen worden. Und zwar 2 Standorte waren das. Das ist einmal für Westfalen zuständig Dortmund und für das Rheinland zuständig wir in Düsseldorf. Und 2015 sind dann beide Reiterstaffeln zusammengelegt worden unter der Abteilungsführung des Polizeipräsidiums in Bochum. Und dort werden auch beide Standorte demnächst vereinigt werden. Dort ist eine neue Liegenschaft gefunden worden. Die wird jetzt noch dementsprechend kurz umgebaut. Und dann werden wir da dementsprechend demnächst einziehen. Vielleicht direkt nochmal anschließend die Frage jetzt auf Ihre Streife heute Abend. Wie war es hier in Hüls? War es ruhig oder haben Sie irgendwas entdecken können? Nee, in Hüls war es heute Abend sehr ruhig. Also okay. Wir waren jetzt natürlich zur Berufsverkehrszeit unterwegs. Aber ansonsten keine besonderen Vorfälle. Wie ist das denn? In welchen Städten sind Sie viel unterwegs? Haben Sie besondere Städte, wo Sie viel sind? Gibt es Städte, wo Sie weniger sind? Oder? Wir reiten jetzt im engeren Umkreis um unseren derzeitigen Standort noch. Das ist zurzeit Willig. Reiten wir so circa 50 Kilometer, maximal eine Dreiviertelstunde Anfahrtzeit, damit das halt nicht zu lange dauert, damit wir auch die Streifenzeit ausnutzen können. In diesen Gebieten reiten wir Streife. Wo werden Sie sonst noch eingesetzt? Ja, insbesondere natürlich bei Großveranstaltungen wie Fußballspiele, da machen wir wirklich von der ersten Bundesliga bis zur vierten Bundesliga, DFB-Pokal, Europapokal, Champions League, wirklich alles, so dass es wirklich so ist, dass wir teilweise halt unter der Woche auch jeden Tag unterwegs sind. Ne? Ja, ansonsten natürlich auch bei Demonstrationen, eben überall, wo große Menschenmengen zu erwarten sind, da sind wir eben mit dabei. Und wie sieht das aus? Wie viele Dienstpferde haben Sie momentan bei sich am Standpunkt oder generell in NRW? Generell haben wir 32 Pferde an beiden Standorten. Also wir haben jetzt bei uns 16 stehen. Davon sind 14 Pferde einsatzfähig und 2 meistens zur Ausbildung oder als Probepferde zu sehen. Aber was sind so die Vorteile eines berittenen Beamten zu einem normalen Beamten? Zum einen halt, dass wir diese erhöhte Sitzposition haben. Da kann man auch zum Beispiel am Fußballstadion die ganze Menschenmenge so ein bisschen von oben betrachten. Man kann sehen, wenn irgendwas los ist, sollte jemand einen Schal klauen, man sieht, wohin der Täter läuft zum Beispiel. Man kann sehen, wenn jetzt eine Fangruppierung kommt, die kann man direkt ausmachen in der Menge und den Kollegen unten durchgeben. Dann ist es auch der natürliche Respekt des Menschen. Viele haben also Respekt vor diesem großen Tier. Zum anderen ist es aber auch ein Sympathieträger. Also wir werden dann auch vom Bürger angesprochen, man kommt ins Gespräch mit dem Bürger. Das Pferd ist wie so ein Bindeglied. Worauf werden die Pferde so dann unter der Woche, auf welche Gefahrensituationen trainiert? Arbeiten natürlich sehr viel mit akustischen und optischen Reizen, ne, dass die Pferde Berührungen abkönnen, ne, wenn mal jemand die anfasst oder dagegen geht, dass die über verschiedene Boden-Untergründe gehen oder aber auch verschiedene optische Sachen wie Knisterfolien und so kennenlernen, verschiedene Geräusche und natürlich auch Schussfestigkeit. Wie oft üben Sie ungefähr mit den Pferden in einer Woche? Das kommt immer darauf an. Also die jungen Pferde, die auch ausgebildet werden, da wird halt häufiger erstmal mit trainiert. Und ansonsten haben wir einen festen Übungstag in der Woche, wo halt all diese Dinge trainiert werden. Auch taktische Elemente werden da mit Pferd und weiter trainiert. Und darüber hinaus ist also jede Streife auch ein Training für ein Pferd. Ja, das soll es gewesen sein mit Jungfrau Kreativ bei der ersten Sendung. Weiter geht's im März. Und in diesem Sinne alles Gute, vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Abend noch. Ja, danke schön.
Stark. Ja, ja, sehr gut.